super Testkammer hier. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Das ist eine super Info, sonst wäre ich da ja locker reingesprungen. Also wir haben hier wieder diese Leuchtkugeln, die können uns treffen. Und wir haben hier, die Leuchtkugel muss halt wieder in so ein Ding rein. Wir dürfen nicht ins Wasser, weil sonst tödlich und so. Hat sie ja eben schon erwähnt. Sie hilft uns ja. Und hier dieses Symbol halt, nicht trinken die Suppe da unten. Vielleicht ist es ja, sieht ein bisschen aus wie Linsensuppe irgendwie. Naja. Jetzt fragt ihr euch höchstwahrscheinlich, was hat mehr für komische Linsensuppen? Aber Linsensuppen sind schon ganz, ganz cool. Verwenden, ne? Ich soll den Knopf hier drücken. Ja, ich weiß nicht, ob der uns jetzt schon irgendwas bringt. Rein theoretisch schon. An sich eigentlich noch nichts. Ich letzte jetzt einfach mal ein Portal. Die Testkammer ist schon ein bisschen schwieriger. Da muss man schon ein bisschen mehr denken. Und was wir vielleicht schon sehen, da vorne ist eine zweite Portal Gun. Die gewährleistet uns, dass wir... Huch. Die gewährleistet uns, dass wir halt ein neues Portal bekommen. Und somit, das andere Gegenstück besitzen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch darauf warten, dass es wirklich zu diesen Dingen passt. Weil der muss ja... Genau dahin. Wir haben das ja schon gesehen, dass das da rein muss. Und dementsprechend können wir jetzt diesen, was auch immer bewegen. So, jetzt muss das Portal dann noch richtig gesetzt werden, damit wir da auch wieder hinkommen. So. Setzen hier schnell ein Portal und können dieses schwebende Etwas benutzen. Huch. Das hat die uns doch noch abgeknallt, die Drecksau. Ja, ein bisschen schneller hier. Wird immer spannender. So. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Habt ihr gehört? Also, ne, alle Organe und so ist jetzt... Also die Portal Gun ist jetzt wertvoller als ganz YouTube. Weil ich komme ja aus YouTube, das ist ja halt der Ort im Internet, im großen Void. Und ja, drücken wir hier den Button und dann öffnet sich da irgendwie eine Tür. Dann setzen wir mal ein blaues Portal. Wie gesagt, wir können jetzt hier zwei Portale setzen und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ich warte jetzt hier nochmal auf die schwebende Plattform, die Schatten wirft. Wie gesagt, Schatten gibt es ja erst seit dem 19. Jahrhundert. Und warten jetzt mal ein Stück. So, warten jetzt nochmal, bis er auf die andere Seite kommt, damit wir ja durch dieses Portal schreiten können. Und die Testkammer war relativ einfach. Wenn man natürlich weiß, wie es funktioniert, dann ist das relativ einfach, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Oh, jetzt habe ich sogar einen Fehler gemacht. Ich brauche ja noch das Radio, oder? Da machen wir mal Folgendes. Hier habe ich ein oranges Portal. Da setzen wir hier mal... Hat sich das Radio gerade bewegt? Da setzen wir jetzt mal nur ein blaues Portal und warten jetzt nochmal auf diese Plattform, dass sie sich vorwärts bewegt. Dummbi-dummbi-dummbi-dumm. Noch ein bisschen hinne. Ich brauche noch das Radio. Das darf ich nicht vergessen. Ich darf auch nicht vergessen, dass ich die Kameras da noch benötige. Nein, oh Gott. Nee, das war knapp. Das war knapp. Wie machen wir das denn am blödsten? Ich will ja auch nicht unbedingt in diese Suppe fallen, ne? Muss ja nicht, muss ja nicht. Ich versuch's einfach nochmal. Ich will ja auch nicht, dass das Radio runterfällt. Ich versuch's jetzt einfach nochmal, wenn ich jetzt in diese Suppe fallen sollte, in diese Linsensuppe, dann ist das halt so. Aber ich hoffe mal nicht. Doch, ich tu's. Aber ich hab das Radio. Hi Radio, was geht? Schade, dass es hier nicht aktiviert wird in dieser... Oh, da ist die Portal Gun. Ja. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Ja, also, ne,
nochmal als Wiederholung. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ich darf auch nicht zu weit gehen. Ich bin ja noch ein bisschen im Stress, weil dieses Ding ja auch zurückfährt. Das heißt, naja, ein bisschen doof. Wie macht man das denn am blödsten? Das ist, glaube ich, so die beste Stelle, ne? Um halt dieses Radio zu erreichen. Und da haben wir's. Boah, das, da habe ich richtig Zustände gekriegt bei. Schweißausbrüche und alles. Aber ich hab's jetzt. Es wird auch grisselig. Sehr, sehr gut. Und grün. Yay. So, und dann drücken wir hier nochmal den Knopf. Ja, das schaffen wir leider nicht mehr. Naja, ich hätte es schaffen können. Hier die Pro-Gamer und so. Ich werde das jetzt hier mal versenken. Ist auch schon ein bisschen nervig. Dieses Geräusch. Diese super Mucke. Es läuft die... Okay. Habe ich jetzt das Portal? Ich glaube schon. Ja, ich habe das Portal da unten, glaube ich, schon gesetzt. Dann können wir nämlich jetzt weitergehen hier durch dieses Portal und schauen mal, wo wir da rauskommen. Das Radio läuft fröhlich weiter. Das finde ich ja ganz praktisch. Muss ja auch hier unterhalten, ne? Ist ja ganz klar. Und leider einmal in die Suppe gefallen. Naja, muss halt sein. Ne? Muss man ja alles mal gesehen haben. Und schreiten jetzt einfach mal weiter zu diesem Fahrstuhl, der super gedesignt ist. Joa. Welche Testkammer kommen wir jetzt? Jetzt habe ich schon die Testkammern immer vergessen. Habe ich auch, glaube ich, habe ich das erklärt? Ja, habe ich erklärt. Ja, habe ich erklärt, was denn da jetzt für Symbole kontrastreicher sind. Und kommen jetzt in die Testkammer 12 von 19. Und schau mal, was wir hier denn so erreichen können. Machen zum Rausschleudern. Hinaus in den Raum. Okay, das war ein kleiner Hinweis von der lieblichen Stimme. Wir sollen jetzt uns rausschleudern. Das machen wir folgendermaßen. Und zwar haben wir jetzt natürlich beide Portale, also ne, rein und raus. Und setzen mal hier oben ein blaues und setzen mal hier an ein oranges und kommen dementsprechend vorwärts. Ja, wir haben uns rausgeschleudert durch dieses Portal, setzen mal hier oben ein blaues Portal und hier unten ein oranges. Das können wir gleich wiederverwerten. Muss ja auch ein bisschen an die Umwelt denken und können das hier einfach wiederverwerten. Und müssen jetzt noch höher, um diesen Würfel zu erreichen, um diesen Button hier zu aktivieren, was man eigentlich mal testen könnte. Das geht, glaube ich, gar nicht, ne? Nein, man kann da oben kein Portal setzen. Dann setze ich hier mal ein blaues und wiederverwerten technisch. Können wir jetzt das Orange hier unten nehmen? Oh, was ich gerade höre. Ach, ich darf das nicht vergessen, hier die Radios mitzunehmen. Wo auch immer dieses Radio sich jetzt befindet. Ich suche mal kurz das Radio. Das kann ja kein großartiger Akt sein. Anscheinend schon. Weil ich höre es nicht mehr. Radio. Ich glaube, das befindet sich da irgendwo. Ja, ich glaube, das befindet sich hier hinter oder so. Ja, da könnte man sogar rankommen. Ich setze mal da kurz ein Portal und gehe mal kurz nach unten und schauen einfach mal, ob sich das Radio dort befindet. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Ist auch eine doofe Stelle. Hat man nicht hier mal so eine gerade? Ja, da oben. Das ist natürlich schlecht. Ich setze mal hier ein Portal. Jetzt habe ich, glaube ich, das falsche Portal gesetzt, ne? Ja, egal. Ja, das ist natürlich jetzt schlau gemacht. Ich schaue mal, ob man hier unten irgendwie sehen kann, ob sich das Radio befindet. Wäre aber auch ein bisschen gemein, ne? Wenn es da das Radio befinden würde. Wo ist denn das Radio? Ich höre es auf jeden Fall. Dann setze ich hier nochmal ein blaues Portal und steige hier nochmal durch das Orange. Und schaue mal, wo sich dieses Radio befindet. Also hier höre ich es auf jeden Fall nicht mehr. Das müsste sich da hinter diesen Wänden befinden. Rein theoretisch. Ich höre es ganz leicht im Hintergrund. Aber auch nur ganz leicht. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Nein, jetzt bin ich voll daneben gesprungen. Aber ich sehe es auch nicht. Oder bin ich jetzt blind? Es könnte natürlich auch sein, dass ich blind bin. Befindet sich das vielleicht eventuell hier? In dieser rostbraunen Welt.
anscheinend nicht. Nein, es müsste sich auf jeden Fall hier oben irgendwo befinden. Wie man da jetzt rankommt, ist natürlich eine andere Sache. Und das macht das Let's Play natürlich ein bisschen spannender. Nicht gerade für euch, für mich auf jeden Fall schon. Weil ich habe nämlich keine Ahnung, wo sich im ganzen Radius hier befinden. Wie gesagt, ich habe da nur ein, zwei Stück mal gemacht, die offensichtlich waren. Und das war's an sich. Ja, wie kommt man jetzt daran? Also ich meine, es befindet sich hier irgendwo. Da ist es auch nicht. Oh, okay. Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich weiß es doch nicht. Schreibt es schnell in die Kommentare, dann finde ich es. Nein, das war nur ein Spaß. Das ist ja hier kein interaktives Video. Gute Frage. Dann setze ich hier nochmal ein... Dann setze ich hier nochmal ein Portal, was eigentlich nicht wirklich was bringen tun könnte. Ich bräuchte mal so eine glatte Oberfläche. Halt, nicht durchspringen. So. Na, ich sehe da auch kein Radio. Wo ist denn dieses doofe Radio? Dieses super tolle Super Radio. Keine Ahnung. Wo befindet sich das? Also hier ist es auf jeden Fall am lautesten. Und ich bin gerade einfach nur bescheuert und sehe es nicht. Ich höre es auch kaum noch. Ja, dann gehe ich nochmal eine Ebene höher. Hä? Wo ist dieses Radio? Ganz komisch, ganz komisch. Nee, hier ist es auf jeden Fall am lautesten. Und es kommt aus dieser Richtung. Also es muss sich da irgendwo befinden. Die Frage ist natürlich, und das macht das Let's jetzt ran. Ja, dann nehmen wir mal die andere Seite. Jetzt mal hier. Setzen wir hier ein Portal. Und schauen einfach mal, ob man da irgendwie rankommt. Na, man sieht es ja nicht mal. Das ist ja ein bisschen gemein jetzt hier, ne? Von den Architekten. Ich habe die ja immer gelobt, ne? Dass sie einen super Fahrstuhl gemacht haben, aber das mit den Radios da verstecken, das ist ja echt mal lächerlich. So. Habt ihr es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ich will das jetzt auch nicht auslassen. Das ist für euch jetzt natürlich hyper langweilig, wenn ihr genau wisst, da ist das Radio. Aber... ich liege da aber auch nicht falsch, ne? Das kann gut sein, dass es da ist. Es gibt eigentlich auch keine andere Möglichkeit mehr. Aber ich sehe auch keine Möglichkeit, da irgendwie ranzukommen. Ich sehe es auch nicht. Es müsste auf diesen Dingern draufstehen. Rein theoretisch. Das heißt, ich müsste irgendwie... ach. Nee, das war nur ein Lichteffekt. Nein, ganz ehrlich, Leute, ich sehe es nicht. Das könnte es sein. Da. Da könnte das Radio sich befinden. Da müsste man sich da irgendwie durchschlängeln. Das ist ja... das heißt, ich müsste irgendwie da drauf springen. Das geht natürlich in diesem Winkel nicht. Oder bei diesem Winkel nicht. Ich glaube, ich habe es auch verkackt. Wir versuchen mal Folgendes. Kann man irgendwie... kann man hier ein Portal setzen? Nein. Da kann man ein Portal setzen. Das bringt mir aber recht wenig. Kann man hier ein Portal setzen? Nein. Kann man auf dem Fahrstuhl ein Portal setzen? Nein. Ich müsste mich jetzt da irgendwie durchschlängeln. Ich gucke aber nochmal, ob ich da wirklich richtig liege, ob es sich da befindet. Aber jetzt sieht es nicht mehr danach aus, dass es sich da befindet. Aber das kann auch nicht sein, das ist viel zu schwierig. Oder sehe ich es ja vielleicht irgendwo noch? Also ich versuche jetzt nochmal da oben hochzukommen und wenn ich es wirklich nicht sehe, dann lassen wir das erstmal aus. Das heißt erstmal, wir lassen es dann halt aus. Weil ganz ehrlich, Leute, ich sehe es nicht. Entweder bin ich blind. Also ich sehe es nicht. Ich höre es zwar leise im Hintergrund, aber sehen tue ich es nicht. Und der Winkel ist einfach zu hardcore, dass man da irgendwie
durchgucken könnte. Da kann man auch nicht unbedingt lang. Ich versuche jetzt einfach, diese Testkammer hier zu schaffen. Und springe jetzt hier einfach wieder rein. So, dann brauche ich dieses Ding. Und nutze nochmal das orangene Portal. Um einfach hier durchzujumpen. So. Halt. Ich höre das Radio. Hier oben befindet sich das vielleicht da drinne? Habe ich hier ein Vaporisierungsding, dass er mir vielleicht nochmal einen Würfel geben kann? Nein! Das war so klar. Gut, dass ich nochmal durchgesprungen bin. So, dann werde ich das Ding hier mal vaporisieren. Ach, leider ist es da nicht. Ja, dann kann das auch nicht in diesen Ding drin sein. Ich muss da aber jetzt mal durchspringen. Hoffentlich schaffe ich das mit dieser Entfernung. Ich muss ja nicht komplett rüber. Ich muss ja nur zu diesem Power-Knopf da. Das befindet sich eine Ebene höher. Und zwar genau dort. Und da springen wir jetzt einfach mal hin. Würfel habe ich mitgenommen. Sehr gut. So. Hab's geschafft. Jetzt muss ich da irgendwie noch hinkommen. Und wieder hochspringen. So. Ja, das hat sich sehr gesund angehört. Aber ich weiß nicht. Befindet sich da vielleicht das Radio, was eigentlich auch nicht sein kann? Hier kann sich das auch nicht befinden. Hier ist es relativ laut mit dem Radio. Hier kann es sich rein theoretisch auch nicht befinden. Leute, ich sehe es nicht. Aber wenn es da schon wieder zu hören war, dann kann es sich eigentlich nur hier befinden, ne? Da ist es. Ich sehe es. Die Frage ist jetzt, wie kommt man da hin? Die Frage ist, wie kommt man da jetzt hin? Auch nicht runterschießen oder sowas. Ist auch ein bisschen nachteilhaft. Tja, Leute. Also, ich muss echt aufgeben. Weil ich habe nämlich echt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich hätte vielleicht noch eine kleine Idee, aber ich weiß nicht mal, ob das funktionieren würde. Ich versuch's einfach mal. Könnte eventuell funktionieren, muss aber nicht. Ich sehe es aber schon kommen, dass es nicht funktionieren wird. Nein, das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Da ist es. Da ist das Radio. Nur ich habe echt keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Keine Ahnung. Naja, ich werde das Level einfach beenden. Es tut mir echt leid, dass ich das Radio nicht erwischen kann. Beziehungsweise nicht rankomme. Ja, jetzt habe ich natürlich den Würfel darunter gekickt. Und werde jetzt einfach mal die Testkammer beenden. Tut mir echt leid für diejenigen, die das wissen, wie man das machen kann. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Muss man aber auch nicht unbedingt machen. Ich wollte es eigentlich, dass ich wirklich hier komplett alles schaffe. Von den Radionen halt. Von den Radios. Naja, was soll das? Wir sind halt aber wieder hier positiv gestimmt, weil wir uns in diesem super Fahrstuhl befinden. Und können uns wieder ganz tollen, gepolsterten Augenschmaus Gedöns widmen und natürlich den Ladebildschirm, der sehr schnell vonstatten geht, falls man mich jetzt nicht ganz verstanden hat. Da Sie beide Portale kontrollieren, ja, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Das ist ein super Hinweis, beziehungsweise zwei super Hinweise. Also wir können hier ruhig verzweifeln und ruhig umkippen. Wir werden auf jeden Fall wiederbelebt mit Adrenalin und Magentabletten.
finde ich ja ganz praktisch. So, Testkammer 13 von 19. Wir können wieder von einem Kubus getroffen werden. Es wird aber keiner gespendet. Das heißt, wir können eventuell von halt diesen Kubuses getroffen werden. Wir können von dieser Kugel getroffen werden. Und wir müssen wieder eine Kugel in dieses Apparätchen reindrücken. Wie auch immer. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir beide Portale besitzen und dementsprechend besser interagieren können. So, dann würde ich sagen, dann packen wir mal den Würfel hier unten drauf, auf den Superknopf. Und können nun hier oben ein Portal setzen, da ein Portal setzen und können hier durch. Und dementsprechend sind wir jetzt in der Hauptkammer von Testkammer, ich habe schon wieder vergessen, 13. Da oben befindet sich das Radio. Das ist natürlich sehr informativ. Wo kommen die Kugel raus? Da kommt die Kugel raus. Dann setzen wir hier mal ein Portal, da ein Portal. Und haben den, naja, dieses schwebende etwas aktiviert. Und kommen jetzt an diesen Kubus und an das Radio. Und schauen jetzt einfach mal, wo sich dieses Radio verändert. Beziehungsweise nicht das Radio selbst, sondern die Sequenz. Und ich denke mal, da oben in der Kammer. Das macht auf jeden Fall am meisten Sinn. Ja, da kommen wir der Sache schon mal richtig näher. Nee, da wird's wieder gut. Hier wird's wieder richtig schlecht. Wir kommen der Sache näher, aber nicht wirklich. Ja, da haben wir's. Und können hier wieder verschwinden. So. Und dann haben wir hier den Kubus. Den braucht man natürlich, um diese Tür hier zu öffnen, was man vielleicht schon sehen kann. Wir brauchen hier eigentlich nur diese Displays beobachten und diese Schnur hier verfolgen, wo sich denn hier irgendwas aktivieren muss. Da oben befindet sich ein Knopf und hier ist auch nochmal eine Schnur und da muss man da oben auch noch einen Knopf aktivieren. Dann würde ich sagen, packe ich hier mal ein Portal hin und da ein Portal hin und haben wir schon den ersten aktiviert und den zweiten können wir eigentlich rein theoretisch nicht aktivieren, denn wir haben keinen Kubus mehr. Aber diese Superknöpfe, die aktivieren sich auch, wenn man sich da selber drauf stellt. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Das Problem ist jetzt nur, wir kommen nicht durch die Tür. Ja, weil sich die Tür wieder schließt, sobald man diesen Button verlässt. Aber wir erinnern uns, wir haben zwei Portale, die wir wahllos setzen können. Hauptsache, es befindet sich auf einer weißen Fläche. Dann setzen wir hier mal ein Portal und da ein Portal und springen hier einfach durch. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Ja. Nach den Tests wird man Sie vermissen. Okay. Werden wir nach Hause geschickt vielleicht? Weil wir haben ja bald die Testkammern durch, ne? Und dann ist halt der Test abgeschlossen. Wir können dann wieder nach YouTube und ja, also würde ich mir das jetzt erklären, weil warum sollten die uns sonst vermissen, ne? Wir verlassen jetzt hier einfach dann dieses Gebäude, diese Architektur des wunderschönen Augenschmauses und dann fahren wir einfach dann nach Hause, nach YouTube. So, Testkammer 14 von 19. Da weiß ich noch, Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Ja, hier wollte ich, was ich eben sagen wollte, hier bin ich wirklich das erste Mal, wo ich es gespielt habe, echt verzweifelt. Man könnte jetzt, man hat ja keinen Würfel, beziehungsweise man hat schon Würfel. Dann gehe ich mal ganz schnell hin. Und zwar hat man hier oben Würfel. Da habe ich dann die ganze Zeit versucht, hier irgendwie hochzukommen und bla, und das ging halt nicht. Und überhaupt, so, Treppe. Keine Treppe. Dann halt nicht. So, dann verabschieden wir uns erstmal von diesem Bereich. Jetzt aktiviert sich natürlich ganz klar, die Treppe. So, und diesen Würfel bräuchte man ja rein theoretisch, um diesen Button hier aktiviert zu lassen. Wir können aber natürlich hier ein... Können wir nicht. Deswegen bin ich verzweifelt. Wir können da kein Portal setzen. Wir müssen auf jeden Fall diesen Kubus irgendwie zu uns bringen. Das müssen wir natürlich wieder hinkriegen, weil sich die Treppe natürlich jetzt hier runterfährt. Das macht natürlich alles absolut Sinn. Und wir erinnern uns, alles was schnell reingeht, kommt auch schnell wieder raus. Wir setzen hier oben mal ein Portal.
und hier unten ein Portal und können jetzt hier einfach durchspringen und erreichen den Kubus. Ja. Ja, und mit diesem Kubus können wir dann halt diesen Super-Kollisions-Super-Knopf aktivieren und dementsprechend auch dauerhaft aktivieren und durch diese Tür schreiten. Und dann schauen wir mal. Dummbi-dummbi-dumm. Ein bisschen schneller hier, ein bisschen hüppen. Halt, hier ist noch ein Radio irgendwo. Hier wird es wieder leiser. Ach, das befindet sich da oben. Ist ja ganz klar, ist ja ganz klar. Aber alles, was schnell reingeht, kommt auch schnell wieder raus. Das können wir gleich mal anwenden. Bevor ich das tue, möchte ich gerne die Testkammer hier beenden. So, dann setzen wir mal da ein Portal und hier ein Portal. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir hier genau tun. Setzen wir mal hier ein Oranges. Ja, das war sehr schlau. Aufpassen, was wir hier tun. Genau, genau, genau. Setzen wir den mal hier ordentlich drauf. Das habt ihr nicht gesehen. Das war alles geplant. Deswegen habe ich auch vorher erwähnt, dass man hier aufpassen muss. Ich wollte euch einfach nur zeigen, was passiert, wenn man mal nicht aufpasst. Dann, naja, ne, wird man halt von der Kugel getroffen. So, orange. Also setze ich hier orange, damit ich hier orange loswerde. Damit ich nicht getroffen werde von dem Ding. So, die Kugel kommt gleich zurück. Dann können wir hier nämlich durchschreiten. Ganz fix. Dann warten wir noch ganz schnell auf die Kugel. So, jetzt müssen wir das blaue Portal in Augen behalten. Das heißt, wir müssen gleich als nächstes das blaue Portal setzen, damit wir das da oben einsetzen können. Damit sich halt die Kugel dahin bewegt und dementsprechend, wie man vielleicht schon sieht, diesen Fahrstuhl aktiviert. Wirklich sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Yay, ein Siegeslift. Yay. So, jetzt holen wir uns aber erstmal noch das Radio. Was schnell reingeht, kommt auch schnell wieder raus. Da setzen wir mal, ja, dann sagen wir mal exakt unter dieses Radio einfach mal ein Portal. So. Und schreit mal hier hinten zu der Treppe. Weil das halt am einfachsten ist, ja, ne, diesen Effekt auszulösen. Was schnell reingeht, kommt auch schnell wieder raus. Treppe. Ach so, jetzt fährt die natürlich wieder nicht runter. Ja, ist ja ganz klar. Das macht absolut Sinn. Wie machen wir das denn jetzt am blödsten? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht, ne? Was schnell rausgeht, kommt man schnell wieder rein. Ja, das ist natürlich jetzt ganz toll. Wie macht man das denn jetzt am blödsten? Das geht ja nicht. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht, weil die Treppe jetzt natürlich oben bleibt. Was natürlich vollkommen Sinn macht, weil die natürlich nur nach unten geht, wenn dieser Kubus da oben liegt. Das ist intelligente Einrichtung. Ja. Wir könnten mal versuchen, ob wir... Es gibt nämlich auch unendliche Portale. Ich glaube, das Achievement habe ich auch noch nicht. Also die Errungenschaft. Und zwar können wir unendlich lange durchfliegen. Okay, das habe ich jetzt nicht... Halt, das habe ich jetzt nicht perfekt gesetzt. Dann setzen wir uns mal, stellen wir uns mal hier hin. Möglichst gerade. So. Und möglichst gerade hier auch hinsetzen. Ja, ist ein bisschen laut. Ich denke mal nicht, dass ihr mich noch verstehen könnt. Auf jeden Fall nicht. 100%. Wir sollen nämlich jetzt 9000 Meter, meine ich, in die Tiefe fallen. Das tun wir ja zurzeit. Ja, dann warte ich jetzt einfach mal, bis wir 9000 Meter in die Tiefe gefallen sind. Sollte ja irgendwann mal unten rechts aufploppen. Ja, ist ultra spannend. Ich muss ein bisschen nachjustieren. Aber sonst ist das echt ultra spannend. Ich warte jetzt einfach mal. Dumm. Ist überhaupt nicht verwirrend oder so. Einfach auf uns selbst gucken, dann ist das nicht so schlimm. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Also 9000 Meter sollte auf jeden Fall irgendwann mal erreicht sein. Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich lasse das jetzt mal einfach.
Ja, das ist echt verwirrend. Jetzt bin ich ja relativ schnell unterwegs und könnte das Radio erreichen. Wir lassen das Radio jetzt einfach mal Radio sein. Und ich wollte eigentlich, dass ich mal das Radio... das ist natürlich... Am liebsten würde ich jetzt... hallo? Am liebsten würde ich jetzt die Testkammer nochmal wiederholen, um das Radio mitzunehmen. Aber wir lassen das jetzt einfach mal. Das wird ja nicht gerade spannend, ne? Für euch auf jeden Fall. Für mich ist es natürlich spannend, weil ich hier natürlich zocke und... ist immer was anderes, als würde man hier zocken und halt zuschauen. Das ist ein bisschen was anderes. Kennt ihr ja, höchstwahrscheinlich.